Konstanzer Name Ballermann Musik. Obwohl, das wird unterschätzt, diese, na, wie soll ich sagen, feine, mallorquinische, leichte Unterhaltungsmusik, die hat eine Menge Lyrik in sich. Kennen Sie Fasnacht? Also ich meine so richtig, nicht nur so oberflächlich. Man muss in die Tiefe gehen, um Fasnacht richtig zu erfassen. Besuchen Sie zum Beispiel einmal eine der sogenannten Besenwirtschaften. Besenwirtschaften sind ein Kuriosum. Von außen kann man als ungebildeter Laie nur stampfende Hintergrundmusik erkennen. Bei genauerem Hinhören löst sich aber das phonetische Knäuel in liebliche Musik auf. Und man erkennt an den Texten, dass hier noch konsequent der Bildungsauftrag der Narrengesellschaften wahrgenommen wird. Mit viel Liebe und Feinsinn legen die Besenwirtschaftsbetreiber die passende Reihenfolge der musikalischen Untermalung für ihre Etablissements fest. Durch regelmäßiges Wiederholen werden die Nobelpreisverdächtigen Texte von dem Meschkerle erfasst, verinnerlicht und schlussendlich sogar mitgesungen. Auf diese Weise lernt das närrische Volk von Glühwein zu Glühwein mehr, dass Deutschland zu Recht auch heute noch das Land der Dichter und Denker ist. Lassen Sie uns, bevor wir gleich einen Reigen unvergleichlicher Melodien der bewegendsten Weltkulturklassiker hören, noch einen Moment bei den tiefgründigen Texten bleiben. Hier fällt zunächst auf, dass nahezu alle Komponisten bzw. Texter ihr Herz auf der Zunge tragen und mit wissenschaftlicher Präzision das Leben der gemeinen, einfachen Leute analysieren und widerspiegeln. Ein kleines Beispiel. 10 nackte Friseusen. Mit richtig feuchten Haaren. Was will uns der Dichter mit diesem Gleichnis sagen? Es waren 10 nackte Friseusen mit richtig feuchten Haaren. Da wären zunächst die nackten Friseusen. Die Nacktheit als Synonym der Unbedarftheit, Unschuldigkeit, ja der Gleichheit. Friseusen stellvertretend für alle Menschen, welche Tag für Tag zuverlässig, selbstvergessen im Dienste des Nächsten stehen. Und zu guter Letzt die feuchten Haare. Worauf will der Dichter mit diesen Worten hinaus? Selbstloses Handeln am Nächsten. Die eigenen Bedürfnisse werden zurückgestellt. Mir geht es nur gut, wenn es auch dir gut geht. Ich kümmere mich erst,
um deine Frisur, bevor ich mich um meine eigenen, noch feuchten Haare kümmere. Das Ganze raffiniert verpackt in eine leichte, dadaistische, fast kindliche Gedichtform, welche komplett auf den Reim verzichtet. Wurde das Prinzip der angewandten Nächstenliebe in der Literaturgeschichte schon verständlicher dargestellt? Ich denke kaum. Ausgerechnet in dem Genre, welches Kritiker oft zu Unrecht herablassend als Ballermann-Musik bezeichnen, ist schonungslose Sozialkritik und das Aufdecken von Missständen selbstverständlicher als in jeder anderen Kunstform. Ich gebe Ihnen hier gern ein Beispiel. Geh mal Bier holen. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Lassen Sie diese Zeilen einen Moment auf sich wirken. Haben Sie es erkannt? Die schonungslose Gesellschaftskritik, die in diesen Worten steckt. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. In der heutigen Zeit ist es für Menschen, welche nicht dem aktuellen Schönheitsideal entsprechen, sehr schwer, eine geregelte Arbeit zu finden. In dieser Situation kommt nun einer quasi aus dem Nichts und bietet einer optisch ausbaufähigen Person eine Stellung als Getränkewart an. Sie mögen mich für sentimental halten, aber ich bin jedes Mal zu Tränen gerührt, wenn ich diesen Akt der liebevollen, zärtlichen Selbstlosigkeit vor mir sehe. Aber lassen wir das. Bevor wir nun zum Ende kommen, noch ein Lied, das in dieser Aufzählung nicht fehlen darf. Das poetische, das Unvergleichliche, das Formvollendete, aber scheiß drauf. Malle ist nur einmal im Jahr. Olé, olé! Ihnen fehlt der nötige Ernst. Olé, olé! Und Schalala. Ja, man spürt es. Hier war ein Großmeister der dynamisch vertonten Triviallyrik am Werk. Aber scheiß drauf. Bewusst werden hier in der Wortwahl Anleihen bei einem großen Dichter wie Charles Bukowski gemacht. Um dem Wort mehr Gewicht zu geben und gleichzeitig dem Gegenüber zu vermitteln, dass er es nicht so schwer nehmen soll, wenn er nur einmal im Jahr
eine berühmte Mittelmeerinsel zum Zweck der komatösen Kontaktpflege besuchen kann. Doch damit nicht genug. Mit einem multikulturellen Olé, Olé und Schalala wird hier eine kompromisslose Weltoffenheit zelebriert. Einerseits das spanische, temperamentvolle Olé, Olé und dann zum Ausgleich nach einer kleinen Pause das fast schon bescheiden anmutende, zärtliche, kindlich-germanische Schalala. Das Lied kannte ich noch nicht, aber das... Kann man Weltoffenheit schöner darstellen als mit diesem lyrisch-musikalischen Gehörgangsschmeichler? Es würde zu weit führen, jedes dieser Meisterwerke hier öffentlich zu analysieren. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie gern nach der Veranstaltung auf mich zukommen. Ich beantworte Ihnen sehr gerne alle Fragen, vorausgesetzt, Sie leiten die Fragen mit den Worten ein, Markus Wawitsch, du Trinke. Aber wir schweifen ab. Ich möchte Sie nun auffordern, beim nächsten Besuch einer Besenwirtschaft einen Moment innezuhalten und diese Meilensteine der Musikgeschichte mit Ihren poetischen Texten auf sich wirken zu lassen. Genießen Sie den lieblichen und doch ausgelassenen Klang der Kompositionen und lassen Sie die lyrisch verspielten Texte auf sich wirken. Dann und nur dann haben Sie sich Ihren Glühwein wirklich verdient. Aber nun, meine lieben Närrinnen, Narren und Narrenden, können Sie es sicher wie ich kaum erwarten, einen Teil dieser Weltkulturklassiker auch zu hören. Wenn Sie Luftschlangen oder wie die Einheimischen sagen, Narrebändel zur passiven Stimmungssteigerung dabei haben sollten, wäre jetzt der richtige Moment, diese herauszuholen, lustig auf den Tischen zu drapieren und dann diese in papiergepresste Ekstase wirken zu lassen. So können auch Sie dazu beitragen, darüber können wir gern hinterher noch, aber ja,
So können auch Sie dazu beitragen, diese alterwürdigen Räumlichkeiten in einen Hexenkessel zu verwandeln. Ich hab Sie lang genug auf die Folter gespannt. Genießen Sie nun gemeinsam mit mir den Kammerchor des Reichenauer Elferrates mit einer stimmungsgeladenen, aber auch sozialkritischen Hommage an die Vielschichtigkeit deutscher Trinkliederkultur. Sie hören Schuppus 14, Kürzelverzeichnis 111, in einem Arrangement von Martin Klöngler, einstudiert von Patricia Heckmann-Klug. Lassen Sie sich vom temperamentvollen Auftritt der Herren mitreißen. Viel Vergnügen. Meine Puffmama heißt Leila,
Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 la. Die wunderschöne Laila. Sie ist schöner, jünger, geiler. La 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 la. Die wunderschöne Laila. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Aber scheiß drauf, Fasnacht ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und schalala. Sensationell, ihr Lieben. Also, auch wenn ihr nicht hässlich seid, ihr dürft euch sofort wieder ein Bier holen. Das habt ihr euch verdient. Wir müssen ein bisschen Gas geben, ihr Lieben. Das war der Kammerchor des Reichenauer Elferrats unter der wissenschaftlichen musikalischen Leitung von Markus Günther. Auf unser Ensemble inklusive wissenschaftlicher Betreuung ein dreifach kräftiges Honoro! 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 Vielen Dank, euer Ausmaß! Thank you.